So, wir sind jetzt auf dem Rückweg, beziehungsweise in der Zwischenzeit bin ich wieder alleine auf dem Rückweg vom Leistungsprüfstand. Ich habe das Soll erfüllt, beziehungsweise etwas übertroffen. Ich habe geschätzt so knapp 300 bis 310 PS und um 640, 650 Newtonmeter. Beim Drehmoment liegen wir perfekt. Wir haben 645,8 Newtonmeter und bei der Leistung haben wir 320 PS. Da liegt man ein bisschen drüber, finde ich sehr gut. Also mehr, wie man quasi dem Kunde versprochen hat. Finde ich immer schön, wenn man so ein kleines Gimmick on top hat, sage ich mal ganz vorsichtig. Einfach ein bisschen mehr, wie man gesagt hat, was rauskommt. Also Solldaten auf dem Leistungsprüfstand erfüllt. Top zufrieden. Auto fährt sich super, Auto macht richtig Spaß. Ja, jetzt noch die Servicearbeiten, die angesprochen worden sind im Teil 1. Und dann wird das Fahrzeug heute Abend an den Kunde übergeben. Und da werde ich euch noch ein kleines Feedback einfügen, was der Kunde gesagt hat, was der Kunde meint zu seinem neuen Fahrzeug. Und da bin ich mal gespannt. Ja, da dürft ihr auch gespannt sein drauf. Wie schon gesagt, die Videos werden im Laufe der Woche noch online gehen. Reichweite 50 Kilometer, tanken müssen wir auch. Die Videos werden im Laufe der Woche online gehen. Es wird wieder 4 Teile geben. Seid gespannt. Teil 1, kurze Info zum Fahrzeug und Probefahrt bis hin zur Anpassung. Teil 2, Weg auf den Prüfstand. Der Teil 3, auf den Prüfstand. Und jetzt hier der Teil 4, das Fazit. Wie schon gesagt, das Fazit ist mehr als erreicht und ich bin positiv überrascht, wie sich das Fahrzeug fährt von vorher zu nachher. Macht jetzt richtig Spaß und ja, in dem Fall würde ich sagen, Soll erfüllt. Ich wünsche euch einen schönen und ruhigen Nachmittag. Wir sehen uns beim nächsten Video. Wenn die Videos euch gefallen, lasst ein Like da nach oben. Lasst ein Abo da, dass ihr immer auf dem Laufenden seid, wann die nächsten Videos kommen. Und wenn es natürlich mal konstruktive Kritik gibt, was auch kein Thema ist, kein Mensch ist fehlerfrei, lasst einfach ein Kommi da oder schreibt uns privat an. Ich werde euch dann auf jeden Fall antworten. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Ciao.